Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch. Jetzt gerade voll das Aufnehmen vergessen. Dachte schon so, hä, irgendwas wollte ich noch machen, bevor die Folge haben. Ah ja, genau, Aufnehmen. Ja. Gut, wir spielen wieder auf Oasis, also eine von den neuen, also diese neue Map-Rotation. Ich persönlich finde sie immer noch nicht nice. Nicht mehr so schlimm wie am Anfang vielleicht. Aber ich mag sie immer noch nicht. So viel kann man definitiv sagen. Boah. Boah, da wollten wir einfach mal der Lucio töten. Er hätte auch beinahe geschafft. Ich habe erst voll spät gecheckt, dass der mich die ganze Zeit anhittet. Ah, der Soldier. Oh, er war fast down. Jetzt wird's massiv. Let's come on. No way. Die hauen ganz schön rein jetzt, die Gegner. Die wollen den Win hier haben. Ach, no way. Ach, scheiße. Mann. Scheiß Mercy Revive, das war natürlich richtig bitter. Wir hatten Zeit. Oh! Oh, thank you. Ja gut, irgendwann wird den Punkt vielleicht mal einer einnehmen. What the fuck? Oh nein! Mercy is low. Scheiße. I tried to get her. Okay, she's dead. Ja, ich glaube jetzt. Na, jetzt schaffen es vielleicht die Gegner. Will get the point? Ja, oder auch nicht. Das ist 0% das Spiel. Das wird, glaube ich, eine lange Runde. Wenn es so anfängt, dann wird es meistens eine lange Runde. Nein! Alter, ich war hinter der Ecke, Mann! So ein Scheißdreck. Na, jetzt haben sie es wirklich. Jetzt haben sie es wirklich. Jetzt haben sie es. Scheiße, dieser Scheiß-Soldier, Mann. Geht mir so auf die Eier. Ich hasse es, wenn ich einen Heldenspieler gegen sowas überhaupt nichts machen kann. Okay, I change to Reinhardt. Was hat er denn davor? Ah ja, genau, Mercy. Och, ein ey, ja komm, das ist doch scheiße, ey. Jetzt komm, macht sie fertig, Boys. Die werden jetzt fertig gemacht, die ziehen wir aus. Oh, wir haben den Punkt sogar eingenommen. Alle Regler auf Anschlag. Baron Soldier on the right. Nein! War nicht in Range. Oh, ich will einen runterwerfen. Stimmt, das geht hier auf der Map eigentlich voll gut. Okay. Stimmt, ich sollte mich eigentlich da drüben halten. Ja, wobei das sind die Gegner. Ne? Lol. Ja, nice one. Ah ja, genau, wir haben einen 600er im Team, also jemanden mit bronzenen, mit silbernem Rahmen, silbernem Porträt. Ich frag mich, ob es schon Leute gibt, die ein goldenes Porträt haben, weil, als ich das letzte Mal geschaut habe, und das ist glaube ich schon wieder 2-3 Monate her, war der höchste glaube ich schon Level 850 oder so. Und da müsste theoretisch, auf Level 1000 müsste dann theoretisch dann, I stay in front. Ab Level 1000 müsste dann theoretisch ein goldenes Porträt geben. Oh, the double rebite. Here's a mercy. Good job. Dieser Fixer, ey. Genau das gleiche wollte ich gerade machen. Thanks. Weil der Stickman, der will aber auch nicht drauf gehen, gell? Hallo, ich hab silberne Kills. Aber natürlich nur durch Assists und mein Heal. Na gut, soll ich Ulti? Also eigentlich müssten wir es jetzt durchziehen können. Oh! Boah. Da wäre ich jetzt beinahe drauf gegangen. Ausgecountert hier. Oh!
Diesmal kriegt er mich nicht. Sir on the left. Ach komm, wir hätten echt mit einem HP überlebt. Lebt noch jemand? Nö. Wie die Leiche da noch runtergeflogen ist, Alter. Das sah nice aus. Ach. Erstmal gerade hinsetzen hier. Puh. Das war mal eine spannende erste Map. Das ist auch so lustig, das habe ich beim ersten Mal noch überhaupt nicht gecheckt. Die sind solche Hover Butter genau. Wir akzeptieren kein Trinkgeld. Hat er gerade gesagt, wir akzeptieren kein Trinkgeld? Wer akzeptiert denn kein Trinkgeld, ey? Abgehoben. Oh, hier ist der Küchenchef. Kannst mir ein nice Steak broten. Ach du Scheiße. Puh. Gerade noch irgendwer hinbekommen, dass mir hier einen Speedboost raushaut. Warum gehen die alle auf die linke Seite? Rotok on the left. Okay, he's dead. Let's go! Enemy Mercy is dead. Ich sehe schon, diesen gegnerischen Lucio, den muss ich gleich mal irgendwo runterwerfen, um ihm zu zeigen, wer der bessere Lucio ist. Schon mal die Teile hier zerstören, dass der aus sich herunterfliegt. Wahrscheinlich werde ich am Ende runtergeworfen. Das ist jetzt schon kommen. Lol. Wie hat er den Roadhog so schnell gekillt? Lol. Soldier on the top. Dachte ich mir schon, dass der da oben ist. Da kommt mal der hoch, oder was? Ich war halt noch nie da hinten, hab auf der Map halt ungefähr schon 10 Runden gespielt. Jetzt, die Map ist aber langweilig jetzt hier. Jetzt macht mal was, Gegner. Please, so. Okay, doch nicht mehr so langweilig. Oh. Ey Mann, was haut mich immer so weit vor? Pharaoh oder was? Pharaoh to the left. Nein, ich habe ihn doch sogar weggehauen. Lächerlich. Oh. Das ist no good. Es leben auch noch 3 Leute von uns. Oh, da kommt das Revive. 92%. Jetzt noch meine Ulti rausbekommen. Scheiße, dass er den Verein hat nicht getroffen. Hat zu früh gemacht. Meine Nase juckt die ganze Zeit, ey. Ich sterbe nicht. Ja, jetzt haben sie mich, ey. Bis jetzt ist mein Team wieder da. Nice. Fast schon wieder Ulti. Ah. Warum macht er da nicht einfach sein Schild? Dann kann er doch. Dann kann er ihn doch nicht mehr anhitten. Check ich nicht. Aber wenn er einfach sein Schild macht, dann bringt dem Soldier die Ulti ja nichts mehr. Dann muss er erst durch den Schild durch.
schade. Er war zu nah bei mir. Rückzug. Ach komm, ey, so. Ohne Scheiß, also ich dachte, die haben die Range von diesem Drecks-Wix-Hook von dem genervt. Ohne Scheiß, das ist halt einfach, die Range davon ist einfach zu heftig. Was war das bitte gerade? Ich hab zweimal die Ulti ausgeführt irgendwie. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie unterbrochen wurde. Deswegen hat's dann die Animation mal gemacht. Oh! OMG, Alter. Oh, der macht jetzt das Ulti. Ey, ich kick ihn halt weg! Warum trifft er mich noch genauso? Es ist doch unmöglich, dass dann einfach sehr überhaupt nicht seine scheiß, sein scheiß Hook in eine andere Richtung oder sonst was macht. Dass er einfach noch genau an die gleiche Stelle huckt wie davor, das ist doch behindert, ey. Das ist zum Beispiel einer von den neuen Skins, die hat wahrscheinlich reingecashed hier. Oder hat sie sich einfach gekauft und hat vorher Credits gespart. Vielleicht wurde es ja sogar angekündigt, weiß ich gar nicht. Dann hätte man vielleicht echt ein bisschen mehr spielen können, damit man noch ein paar mehr Lootboxen hat und mehr Credits dadurch. Aber hätte ich wahrscheinlich nicht mal gemacht, ganz ehrlich. Lohnt sich nicht. Vor allem, es geht auch irgendwie 3 oder 4 Wochen. Also, wenn man nur ein bisschen aktiv spielt, dann sollte das eigentlich sogar reichen. Oh, ich habe ihn sogar noch gekillt. Lol, ich habe einen Soldier mit Ulti gekillt. Das ist scheiß Lucio. Also Lucio ist nicht scheiße. Das ist mein Lieblingssupport sogar geworden. Vor Senyata noch, weil Senyata, ich treffe einfach nichts mehr mit dem. No. Scheiße, ich glaube, die Map verlieren wir. 5% bis zur Ulti. Das Problem ist halt, wenn jetzt wieder nur 2 Leute auf dem Punkt sind von uns, lohnt sich die... Oh! Let's go! Junge, Junge, Junge. Da wurde ich erstmal direkt angehittet hier von so ziemlich jedem. Ey, rennt doch nicht alle vor mir weg, Mann. Was ist hier nur los? Heilige Scheiße, wie mich... Nein! Ich hab's 100.000 Mal geschafft, den Roadhog zu dodgen und jetzt kommt der Scheiß. Reinhard, das geht nicht. Spannende Runde. Ich habe schon fast so viel Schaden gemacht, wie ich geheilt habe. Oh was, ich habe nicht am meisten... Was? Echt? Mercy hat mehr geheilt als ich? What? Really? Scheiße. Na gut, aber wenn sie einen Low-Tank sieht und dann immer 500 direkt heilt... Ist natürlich mehr, wenn ich immer hier nur so 50 oder 60 Schaden heile. Lol, wir haben es echt geschafft. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Also zur Mitte hin vor allem dann. Puh. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil von unserer letzten Runde, die wir gespielt haben. Geht auch schon doppelt so lang. Die letzte Runde, das war ja mega der Troll. Was ist das jetzt hier? Oh, ist das ein Schiff? Ein Segelschiff oder was? Oh, kann man nicht runterfahren. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so, weil hier drin kannst du ja nicht sterben. Das wäre nicht so gut. Ja, kannst du ja immer den Helden wechseln und dann mit Pharah oder so rausspringen. Oder mit Winston. Ja, Winston spiele ich auch nie, obwohl ich jetzt sogar ein T-Shirt von ihm habe. Durch mein letztes Loot Crate Unboxing. Aber naja, es ist jetzt nicht wirklich ein Grund, ihn zu spielen. Wenn man ihn nicht kann. Ja, ich mag ihn schon, also das ist eigentlich ganz lustig, aber... Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach nicht so gut, weil er einfach... Er hat so wenig defensive Stats irgendwie. Er macht sein Schild irgendwo... Und es geht auch viel zu schnell down. Was ist los? Einfach den Zielpunkt einnehmen. Haha, verpiss dich, Junge. Wieder weggeflogen ist. Ich glaube, da war zwar noch Pharah dran beteiligt, aber... Das ist ja lustig, das. Mach einen Abgang. Ich bin... Alter Schwede. Hier sind nur Gegner. Hammer.
Den haben wir auch. Cool. Ja, wo ist denn hier noch jemand? Ich glaube, das war's jetzt. Wow. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir den Punkt jetzt noch halten. Also ich habe irgendwie nur Gegner gesehen. Schon 83% von der Ulti, sehr nice. Soldiers on the left. Behind us. Und oh nein. Oh. Let's go. Okay, ich sehe, dass Roadhog hinter ihm ist. Hammer. Ach du Scheiße. Schön hinter den Tanks verstecken. Nein, weil wir haben Ferret und sogar gekillt. Wow, aber das ist jetzt echt der 3-0 Sweep? Was am Anfang so ein ultra knappes Ding war? Ein richtiges Knäppchen? Okay, they're going to stop. Lol. Nice one. Free? Ein 13-0 Sweep? What the fuck? Also das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. What the fuck? Ich hätte eher gedacht, dass wir, also wenn überhaupt, hätte ich noch gedacht, dass wir noch verlieren. Nachdem wir die ersten beiden so knapp gekriegt haben. Das zweite vor allem, Alter, hier, also das war ja wirklich, das war ja... Als wir das noch geholt haben, das war crazy. Der schwingt dir seinen Hammer wie sonst was. Der weiß auf jeden Fall, wie man mit dicken Hämmern umgeht. Kappa. Jo. Schauen uns noch die Punkte an. Ja, ich muss jetzt nochmal drauf achten, ob man jetzt echt nur 5 Ranglistenpunkte für einen Win bekommt. Das ist ja mega scheiße. Oder war das nur, weil das andere Game so ultra schnell vorbei war? Du wurdest befördert. Neue Lootbox. Yes, baby. Eine fehlt uns noch zum nächsten Opening. Jetzt komm, zeig mir. Nee, doch nicht. Man kriegt schon noch 10. Es ging nur so schnell, dass ich gedacht habe, man kriegt nur 5. Na gut, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.